Frau Pundt, als sie mich angesprochen hat, hat gesagt, ich dürfte Innovatives für die Zukunft vortragen. Und rumspinnen mache ich unheimlich gerne. Wer mich da schon mal gehört hat, der weiß das auch. Aber ganz im Ernst, Visionen sind notwendig, wenn Strategien entwickelt werden sollen. Denn man muss schon wissen, in welche Richtung man sich aufmachen soll. Und das ist in einer Zeit des Umbruchs, einer Zeit des Wandels außerordentlich wichtig. Im Übrigen, in meinem Berufsleben habe ich gelernt, dass es ganz ungefährlich ist, weit in die Zukunft hinaus zu denken und darüber zu reden. Viel, viel, viel ungefährlicher, als wenn man Quartalsprognosen abgibt, was ich früher auch gelegentlich machen musste, schon mal in Berufssituationen. Weil Quartalsprognosen haben das fürchterliche an sich, dass sie schon nach 3 Monaten überprüft werden können. Wohingegen ich Ihnen garantieren kann, in 10, 15 Jahren wissen Sie überhaupt gar nicht mehr, dass Sie hier gesessen haben, geschweige denn, dass ich hier geredet habe. Und was ich gesagt habe, wissen Sie schon gar nicht mehr. Also insofern bin ich heute ganz ungefährlich unterwegs. Gesundheitsminister zu sein, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das wissen wir inzwischen. Es ist sogar außerordentlich gefährlich und deswegen neigen Persönlichkeiten, die das machen, zur Verharmlosung. Sie versuchen, uns ein wohliges Gefühl zu geben, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dass auch man doch eigentlich erwarten kann, dass das immer so weitergeht. Nun ist aber, und das können wir seit vielen Jahren erleben, unsere Welt in Bewegung geraten und ganz, ganz viele andere Branchen sind inzwischen viel, viel weiter. Herr Gruhl hat das ja eben schon so ein bisschen angedeutet, mussten sich viel früher auf den Weg machen. Die Gesundheitswirtschaft ist außerordentlich wandelunerfahren. Ja, sie ist eigentlich eine Branche, die so seit eigentlich im Prinzip in den Grundstrukturen seit 100, 150 Jahren keine wesentliche Veränderung erfahren hat. Wenn Sie sich mal angucken, so ein Krankenhaus zum Beispiel, dann sieht das so aus, wie das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Damals sind Abteilungskrankenhäuser entstanden, also Anfang des 19. Jahrhunderts sind überhaupt erst die richtigen Krankenhäuser entstanden, damals noch so als Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Industrialisierung, sind junge Menschen in die Städte gekommen. Und wenn die krank wurden, konnten die nicht mehr von der Familie versorgt werden, weil die saß irgendwo auf dem Lande und dann brauchte man Pflegeeinrichtungen, um sie zu pflegen und die Ärzte kamen dann ins Krankenhaus. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mehr so richtig auf der Höhe der Zeit, weil die Medizin wichtiger geworden ist, weil sie naturwissenschaftlicher geworden ist und dann hat man Abteilungen, zu Anfang meistens 2, dann 3 Abteilungen gegründet. Heute haben wir vielleicht 20, 25. Aber im Prinzip ist die Struktur immer noch genauso. Man geht davon aus, es gibt den Arzt und seinen Patienten eigentlich. Dabei ist Medizin heute interdisziplinär, interprofessionell, ist technikbasiert. All das hat eigentlich kaum Widerschlag gefunden in der Gesundheitswirtschaft. Sie ist außerordentlich defensiv. Viele Akteure sind rückwärts gewandt. Natürlich ist Gesundheit keine Ware, meine Damen und Herren, aber Medizin ist immer schon ein Mordsgeschäft. Und inzwischen, klar, nachgezählt über 300 Milliarden Euro Umsatz in der Gesundheitswirtschaft. Wir haben 5,5 Millionen Beschäftigte. Man noch mal genauer nachgezählt, die gibt da so zwischen 4,5 und 5,5, aber 5,5 ist, wenn man ein bisschen fantasievoll den Begriff Gesundheitswirtschaft auslegt, zurzeit der Stand stark wachsend, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Also es nützt nichts mehr, sich zu verstecken, so zu tun, als wenn man also irgendwie verschwinden könnte hinter so einem hinter so einer spanischen Wand irgendwie links vom Kirchturm und so tun könnte, als sei das alles irgendwie so ein soziales Geschehen und habe mit Ökonomie und mit Geld und mit Geldverdienen und mit Prinzipien, die es anderswo gibt, in der Gesellschaft nichts zu tun. Was ist die Realität? Die
globale Welt verändert sich, sie globalisiert eigentlich. Und die Zentren der Industriegesellschaft werden in einer solchen Welt unbedeutender. Das heißt, der Beginn der Industriegesellschaft war ja geprägt dadurch, dass, ich hatte es ja eben schon gesagt, die Menschen in bestimmte Zentren sich bewegt haben. Das hatte vielerlei Gründe, hier in Bremen logistische Gründe, zum Beispiel in Hamburg auch, aber es gab auch Industriezentren, die entstanden sind, weil dort Bodenschätze waren oder weil es andere, weil Menschen sehr viel da waren, also weil es andere Gründe gab. Das ist in unserer Zeit immer weniger von Bedeutung. Das prägende Element ist da eigentlich die zunehmende und wachsende Mobilität, und zwar sowohl in physischer Hinsicht als auch in elektronischer Hinsicht. Für mich ist das immer so ein Beispiel, wenn ich Schnittblumen sehe, die um die halbe Welt transportiert worden sind, dann kann man sehen, dass der logistische Anteil im Preisgeschehen sehr, sehr gering ist. Und wenn Schnittblumen um die halbe Welt gebracht werden können, dann können Waren und Menschen transportiert werden, was ja auch im ganz, ganz großen Maße geschieht. Und alles das, was elektronisch abgebildet werden kann, Dienstleistungen immer mehr auch, hat natürlich überhaupt keine Grenzen mehr. Also 70% der Radiologie, der Röntgenaufnahmen außerhalb der Hauptarbeitszeiten in den USA werden inzwischen in Indien befundet. Also wenn in Deutschland nicht Gesetze das verhindern würden, wären wir auch auf dem Weg dorthin im Augenblick. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch kommt. Also die industriellen Kerne werden, die alten industriellen Kerne werden unbedeutender, werden unwichtiger. Sie sind für die wirtschaftliche Entwicklung global nicht mehr so bedeutend. Und wir können das auch sehen. Die Attraktivität für junge Menschen insgesamt nimmt ab. Junge Menschen gehen heute in der Fernwanderung eher in asiatische Metropolen. Dort sind Megastädte entstanden, dort ist sehr viel Entwicklung. Und das hat Folgen insbesondere für die Sozialsysteme in den postindustriellen Gesellschaften. Wenn man an einer Hochschule ist, muss man gelegentlich erklären, wer Herr Blüm war. Ich habe neulich vor Studenten gesagt, also als Dick Fosbury das erste Mal rückwärts über die Latte sprang, da haben die Sportfunktionäre gesagt, das muss verboten werden. Also Innovation ist in unseren Breiten nicht immer gefragt. Da haben mich viele Studenten angeguckt und gesagt, wer ist Dick Fosbury? Aber und wie kann man anders über die Latte springen? Also das ist gefährlich mit Beispielen. Aber Herr Blüm ist vielleicht, der ist ja gelegentlich auch noch in Talkshows präsent. Also das ist 20 Jahre her. Ja, inzwischen muss man ja sagen, ehemaliger Bundesfinanzminister, dass diesen Paradigmenwechsel, der da abgelaufen ist in der Rentenpolitik, auf einen ganz klaren Nenner gebracht. Die gesetzliche Rente reicht nicht mehr aus. Das ist gefährlich organisiert von der Politik, weil die Auswirkungen ja erst in 10, 15 Jahren so richtig spürbar werden, also die Menschen so gefährlich dahin hingeführt werden. Aber es haben doch immer mehr Menschen begriffen, dass sie da in Altersarmut geraten können, wenn sie sich darauf verlassen, was vor 20 Jahren noch galt. Und deswegen sind ja mit Anlaufschwierigkeiten auch Riester-Rente, Rürup-Rente, aber auch zum Beispiel betriebliche Altersversorgung hat eine Renaissance erfahren. Nach 20, 30 Jahren Kostendiskussion um die betriebliche Altersversorgung ist das inzwischen wieder ein Incentive. Ja, also ich habe, als ich noch Vorstandssprecher eines großen Krankenhausunternehmens war, immer Probleme gehabt, zu erklären, dass eine betriebliche Altersversorgung doch eine wichtige Leistung ist für junge Krankenschwestern. Aber die haben damals immer gesagt, also 100 D-Mark war das ja damals, 100 D-Mark mehr ist für mich viel wichtiger. Was ist Rente? Das ist ganz, ganz spät. Das hat sich heute gewandelt. Da ist inzwischen doch deutlicher geworden, dass ein Versorgungsmix in der Altersversorgung angesichts dieser Entwicklungen, die dort abgelaufen ist, doch wichtiger ist. Also Politik, das wollte ich damit sagen, ist durchaus zu radikalen Veränderungen fähig.
Manchmal ist es der Politik lieb, wenn die Auswirkungen später eintreten. Aber in dieser Kombination ist das durchaus ein gängiges Modell. Was ist denn nun dann wichtig, wenn man mit dem Blick auf die Politik Schwierigkeiten hat? Also Gesetze sind die Konsense der Vergangenheit. Ja, also da wird das abgebildet, was vor 10 Jahren problematisch war in der Gesellschaft. Dann wird lange diskutiert, hin und her, im Parlament, im Bundesrat und so weiter. Und bis das dann alles durch ist, ist das Problem erledigt. Aber das Gesetz ist da und es steht eher im Wege sozusagen der neuen Fragestellungen, die sich ergeben. Aber was ist denn in Branchen, in der Wirtschaft, was ist da eigentlich der Punkt, an dem sich alle orientieren? Ist klar. An der Entwicklung des Kunden. Wie sieht mein Kunde in 10, in 15 Jahren aus? Und in der Gesundheitswirtschaft ist das lange, gerade bei den Gesundheitsanbietern, lange verdeckt gewesen, weil, wie Herr Gruhl schon gesagt hat, da so ein Sonderbereich entstanden war, der nicht so richtig dazugehörte. Aber natürlich ist es richtig und wichtig und vernünftig, sich auch den Kunden in der Gesundheitswirtschaft anzuschauen. Und da sieht es ja zunächst mal gar nicht schlecht aus. Ja, der Kunde in der Gesundheitswirtschaft ist ein Kunde, der immer häufiger vorkommt. Also die Nachfrage steigt, sie wächst an. Und das hat zwei ganz wesentliche Gründe. Einen, der schon etwas länger wirkt, nämlich die Innovation dort. Also Medizin kann immer mehr, es gibt immer mehr Angebote in dem Feld. Also eine der ganz innovativen Branchen, die Gesundheitswirtschaft. Und vieles von dem erscheint den Menschen auch sinnvoll, sodass es auch genutzt wird. Und das andere ist das Thema Demografie. Noch nicht wirklich stark wird das erst in 8, 9, 10, 15 Jahren, da wird die Demografie in ganz, ganz voller Härte sozusagen zuschlagen. Was für junge Menschen die Disco ist, für die Alten die Apotheke, das ist also die Bewegungsrichtung, ja, das ist ja schon Hoffnung gemacht worden hier für die Studenten und für die Abgänger, also das ist Apothekerzeitung ist ein ganz, 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 ganz auflagenstarkes. Ich glaube, es hat inzwischen die ADAC-Zeitung in der Auflage überrundet. Also das sind die Zeichen, das sind die Zeichen der Zeit. So, auf der anderen Seite haben wir eben festzustellen, dass es in postindustriellen Gesellschaften ganz generell begrenzte Transfermittel gibt. Aus dem Sozialtransfer. Das ist auch eine politische Entwicklung der letzten 15 Jahre etwa, 20 Jahre. Also man konnte das in Skandinavien sehr, sehr früh sehen, Musterland für Sozialpolitik, Sozialstaat, konnte man das sehr früh sehen. Dort war klar, da gab es eine Diskussion darüber, wie kann Schweden beispielsweise, inzwischen ist diese Diskussion aber überall in den postindustriellen Gesellschaften angekommen. Wie können solche Gesellschaften auf dem Weltmarkt als Wirtschaftsnationen Bestand haben? Sicherlich nicht über günstige Arbeitsplätze und Arbeitskräfte, aber über Innovation, über Forschung, Entwicklung. Und deswegen versuchen all diese Gesellschaften, den sozialen Bereich, den sozialen Ausgleich nicht ins Unerlässliche wachsen zu lassen, sondern auch starke Impulse zu setzen, staatliche Impulse zu setzen, haushaltsmäßige Impulse zu setzen in Richtung Forschung, Entwicklung, Bildung ist ein ganz stark sich entwickelnder Bereich von Gesellschaften und also eine bewusste Umsteuerung auch in solche Bereiche hinein.